Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen beim zweiten Teil meiner Neuzugänge aus dem Juli 2017. Den ersten Teil habt ihr vielleicht schon gesehen. Hier hatte ich auch erklärt, dass es in diesem Monat 26 Neuzugänge sind und ich dementsprechend die Videos wieder aufsplitte, denn es gibt sonst einfach so ein XXL-Video und ich denke, mit zwei etwas kürzeren Videos haben wir alle so ein bisschen unsere Freude. Und ich hatte die ersten 14 Bücher im letzten Video vorgestellt. Ich packe den Link, wer es noch nicht gesehen hat, unten in die Infobox. Ja, so zur Statistik, es sind 26 neue Bücher, es sind 12 echte Bücher geworden und 11 E-Books und 3 Hörbücher, also sehr schön ausgeglichen, was mir persönlich wirklich sehr gut gefällt. Und warum es 26 Bücher wurden, ja, es gab einfach viele tolle Neuerscheinungen in diesem Monat und eine Medimops-Bestellung, und ich habe im letzten Video auch schon den Gewinn aus der Lovely Box gezeigt. Es hat einmal geklappt, sehr schön. Und ich denke, wir reden gar nicht lange drum rum und kümmern uns jetzt um die nächsten 12 Bücher, die im Juli eingezogen sind. Und weiter ging es dann im Grunde mit Liebe findet uns von G.P. Monninger, ein Buch, auf das ich aufmerksam wurde, schon vor Erscheinen, dann auf Lovely Books noch so ein bisschen angefixt wurde und ich dann einfach sehr, sehr happy war, als ich es vom Verlag zur Verfügung gestellt habe, denn es klingt nach einer wunderbaren Roadtrip-Liebesgeschichte, denn ein Mann macht sich anhand des Reisetagebuchs seines Großvaters oder Vaters, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, auf den Weg, diese Reise im Grunde so ein bisschen nachzuvollziehen und ähnliche Entdeckungen zu machen, und trifft dort eben auch auf eine junge Frau. Und es klingt sehr schön romantisch, perfekt für den Sommer, für den Urlaub, und ich habe auf solche Geschichten eben immer mal zwischendurch auch Lust, gerade wenn einfach die Sonne scheint, und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Dann ist eingezogen von Annie Girard, Madame Picasso. Auch dieses Buch habe ich über NetGalley entdeckt, was ich im letzten Monat schon erklärt habe, dass ich hier einige historische Bücher entdeckt habe, um die ich lange so ein bisschen herumschlawenzelt bin, wie man so schön sagt. Und aber hier geht es um Picasso, hier geht es um die Zeit, als er jung war, und eben um eine junge Frau, die den Maler im Grunde auch mal Muse ist. Und das klingt einfach wunderbar, romantisch, historisch perfekt, und Picasso war ein ganz interessanter Charakter. Habe ich auch schon zwei Biografien und auch den biografischen Film mit Anthony Hopkins gesehen und finde das immer eine ganz tolle Zeit, und ich wünsche mir da einfach so ein bisschen diese historischen Fakten dann eben auch so ein bisschen ausgeschmückt wiederzufinden. Dann ist bei mir in eingezogen ein neues Drachenmondkind von Annemarie Jungwirth-Superior. Das klingt nach einer genialen Geschichte. Nicht nur, dass das Cover wieder wunderschön ist, sondern wir sind hier eben auch in einer Welt eines privilegierten Lebens und schier unbegrenzten Möglichkeiten. Und das bietet das Superior Human Society ihren Mitgliedern. Und ich bin mega, mega gespannt. Ich bin von der Autorin auch angeschrieben worden. Und es war sehr lustig, denn ich bin zwei, drei Tage vorher auf diese Neuerscheinung sozusagen beim Drachenmond Verlag gestoßen. Hatte dann schon gedacht, oh, das packst du mal auf deine Wunschliste. Und hatte dann die Anfrage von der Autorin, hat mich sehr, sehr gefreut. Und als dann noch dieses Büchlein mit Lesezeichen, und es gehört auch noch ein Schlüsselanhänger, wo so ein kleines Büchlein dran ist, bei mir entdeckt habe, und es ist auch signiert worden, was mich mega freut. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und denke mal, dass die jetzt auch im Urlaub auf jeden Fall gelesen wird, weil es klingt einfach mega spannend und ich finde wirklich so, wieder ein traumhaftes Cover. Dann ist bei mir als Hörbuch eingezogen Die vielen Leben des Harry August von Claire North, ein Hörbuch, das ich auch bereits gehört habe, was sich eben um die vielen Leben von Harry August kümmert, denn er ist ein spezieller Mensch, der eben stirbt, wiedergeboren wird, aber das Wissen seiner Leben im Grunde immer mitnimmt. Und sobald er eben dem Alter eben ist, um sich klar verständlich auszudrücken, spürt man auch, dass das ein Kind zum Beispiel ist, das schon viele Leben gelebt hat. Und er gehört hier im Grunde einer Gruppe Menschen an, die so mit diesem Wissen
dass sie immer zu diesem gewissen Datum geboren werden und dann eben irgendwann 80 Jahre später sterben, wie auch immer, was sie sich halt im Leben zutragen. So alt werden sie dann auch, dass sie eben so auch Nachrichten verschicken können. Und dann bekommt er eben, ja, an seinem 11. Lebensabschnitt, also beim 11. Leben, soweit ich es weiß, richtig erinnere, bekommt er eben die Nachricht von einem jungen Mädchen, dass die Welt untergeht. Und jetzt geht es natürlich darum, die Welt zu retten. Und ja, eine tolle Geschichte, die mich überrascht hat, sehr, sehr positiv überrascht hat, die mich sehr in den Bann gezogen hat und ich ja wirklich bei jeder Gelegenheit gehört habe und die ich absolut nur empfehlen kann. Dann ist von Jo Berger Herzberührt, ein Engel für Jack eingezogen, ein Buch, das ich übers Autorensofa zum Vorablesen erhalten habe. Eine Geschichte, die sehr locker und leicht ist, und hier geht es um einen Engel, der den Auftrag eben bekommt, um Jack, ja, das Leben im Grunde mal wieder ein bisschen schöner zu machen und zeitgleich auch noch einer netten Buchhändlerin vielleicht so zu zeigen, wie ihr Leben ja auch positiv sich verändern kann. Es war eine sehr locker leichte Geschichte mit der einen oder anderen sprachlichen, ja, Schwierigkeit für mich, aber ja, hat mir ganz gut gefallen, war mein erstes Buch von Jo Berger. Dann hatte ich ja bei Momox einige Dinge verkauft, Bücher, DVDs, Spiele, CDs, ich habe sehr, sehr mal wieder ausgemistet, ich mache das ja sehr, sehr regelmäßig. Und habe dann einen Gutschein gehabt und hatte da noch um die 10 Euro irgendwas Guthaben übrig und habe mir davon drei Bücher gekauft, bestellt, und zwar beginnend mit Sarah von Stephen King. Das Buch habe ich entdeckt über Sandra und ich kannte das Buch tatsächlich vorher irgendwie nicht, kam mir überhaupt nicht bekannt vor, der Klappentext. Habe ich, glaube ich, für, ich kann jetzt mal gucken, für 5,40 Euro gekauft. Dafür ist es relativ gut in Schuss, also ein bisschen so natürlich hier eine Welle, aber das finde ich nicht weiter tragisch. Ein Haus, in dem die Albträume lauern. Ja, wir haben hier den Bestseller-Autor Michael Noonan, der den überraschenden Tod seiner Frau nicht so ganz gut weggesteckt hat, und er verzieht sich in sein Sommerhaus in Maine und da spukt es, und ich mag spooky Geschichten und auch ich habe so manche Erfahrungen mit Geistern und ja, finde ich auf jeden Fall sehr gespannt. Denke ich mal, wird auf jeden Fall im Herbst gelesen. Dann Replay, das zweite Spiel von Ken Grimwood, habe ich gekauft für 4,50 Euro. Und das ist eben auch so ein ähnliches Zeitreisebuch wie das von Harry August, die ich ja beide ziemlich parallel gefunden habe. Wenn man eben sein Leben immer wieder leben kann oder würde, was würde man denn dann vielleicht verändern? Ist es ein Traum oder ein Albtraum? Ich denke, dass hier tatsächlich eher dieses Gefühl auf diese Déjà-vus wahrscheinlich zurückgeht oder eben, dass ich mein Leben immer wieder lebe und manche Dinge verändern kann. Harry August ja wiederum das große Ganze betrachtet wird. Und ich denke, dass wir hier tatsächlich das Leben von Jeff Winston, der 1988, glaube ich, stirbt. Genau. Ja, und dann zurückgeht 1963. Ja, und dann das Leben im Grunde nochmal von neuem startet. Bin ich sehr gespannt. Mag ja solche Zeitreisebücher wirklich sehr, sehr gerne. Und das dritte und letzte Buch aus der Medimops-Bestellung ist von Dan Simmons, Kinder der Nacht, ein sehr horrorgruselig klingender Vampirroman von Dan Simmons. Und diesen werden wir im September lesen. Ich packe euch die Dan Simmons Lesegruppe mal in die Infobox. Und er wird jetzt im August auch noch eingeteilt und das werde ich jetzt in meinem Urlaub machen. Und es heißt hier der große Mystery-Thriller vom Autor der Bestseller Die Hyperion-Gesänge und Terror. Und Terror hat mir wirklich atmosphärisch unglaublich gut gefallen. Und ich denke, wenn Dan Simmons, ja, es hier schafft, so gruselige Vampire zu erschaffen, wie er das eisgruselig gemacht hat in Terror, dann wird das wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Bin ich sehr gespannt. Habe ich für 2,80 Euro bei Medimops gekauft und wirklich auch in einem sehr guten Zustand. Ich packe euch das Unpacking auch einfach mal in die Infobox, wenn euch da ein bisschen mehr noch dazu interessiert. Dann ist bei mir der neue Sherlock-Manga eingezogen, auf den ich mich unglaublich gefreut habe. Der blinde Banker. Ja, wir haben ja hier jetzt die Sherlock-Mangas, die auf der BBC-Serie aufbauen und jede Folge, so ist es zumindest jetzt der Eindruck, wird jetzt mit einem Manga versehen und das ist unglaublich cool. Also ich habe den schon gelesen, ich habe ihn verschlungen und ich finde die Zeichnungen hier drin, es ist einfach ein absoluter Traum, wie die Gesichter, die Mimik, die Gestik der Schauspieler wirklich wiedergegeben wurde, wirklich großartig. Und mir hat die zweite Geschichte auch sehr, sehr gut gefallen, mir hat die auch schon in der Serie gefallen.
Und ich mochte die wirklich sehr hier mit diesen rätselhaften Zeichen und Toten, die scheinbar Selbstmord begehen, das aber scheinbar nicht sein kann. Wirklich großartig. Und ich bin einfach Sherlocked und ja, da natürlich auch auf jeden Fall die Mangas dazu. Ich glaube, der dritte ist auch schon bekannt, wann der rauskommt. War es Oktober? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und ja, ein toller Manga und Sherlock war ja auch mein erster Manga. Und dazwischen habe ich ja jetzt noch Silent Voice gelesen und das ist jetzt sozusagen der dritte Manga gewesen. Also großartig. Also dem kann ich auf jeden Fall etwas abgewinnen. Dann sind zwei Audible-Hörbücher bei mir eingezogen, die es jeweils zum halben Gutschein gab. Und zwar Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Ja, Ava Reed folge ich ja schon etwas länger, habe ja auch schon zwei Bücher von ihr gelesen. Diese Spiegelsplitter-Reihe, zumindest den Auftakt. Und das Mondmädchen? Ja, ich glaube. Und liebäugle schon sehr lange mit diesem Buch. Nicht nur, weil das Cover pink ist, was ich tatsächlich gar nicht ganz so schön finde. Aber es sticht natürlich hervor, sondern einfach, weil die Geschichte auch so bezaubernd klingt. Wir haben hier eben Jugendliche, die noch so eine To-Do-Liste haben mit Dingen, die sie gerne tun würden. Und es klingt einfach bezaubernd und schön. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, als Ava auf Facebook angekündigt hat, dass es eben das als Hörbuch geben wird. Und ich habe es mir dann auch direkt bei Audible gehört, um es jetzt einfach im Sommer im Garten auch ja, per Ohrenstöpsel sozusagen genießen zu können, was ich einfach sehr gerne habe im Sommer. Im Garten legen, Augen zu und ja, dann das Hörbuch genießen. Und dann habe ich mir geholt Monster 1983, was ja nicht direkt ein Buch ist, weil es gibt dazu eben kein Buch, denn es ist ein Hörspiel in Eigenproduktion von Audible. Und hier geht es um den Sommer 1983 und es passiert etwas sehr Gruseliges in dieser Geschichte. So richtig mehr weiß ich gar nicht, außer dass es ganz viele Sprecher hat, unter anderem zum Beispiel David Nathan. Und der ja sehr bekannt ist und auch als Synchronstimmen mit dabei sind. Und ich bin mega, mega gespannt auf diese Geschichte, die mir von so vielen schon empfohlen wurde und ich so angefixt wurde. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wie ich das mit der Stundenzeit und den Seiten mache, weil normal nehme ich ja dann immer die Seitenzahl, die halt das Buch hat, wenn ich ein Buch höre. Aber ich denke, ich werde hier mit klassischen Dreisatz mir das einfach mal runterrechnen und dann eben so eine grobe Seitenzahl dann auch für den Büchermonat haben und bin da sehr gespannt. Freue mich sehr auf diese Geschichte, die halt nach wunderbaren 80er Jahren Grusel, Thriller, Büchern und Filmen klingt und ich bin sehr neugierig. Es ist auch so ziemlich mein erstes Hörspiel. Also ich habe als Kind gerne natürlich Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, solche Dinge gehört, aber so reine Hörspiele, die dann ja halt wirklich durch die Dialoge ja leben und durch Geräusche, habe ich glaube ich tatsächlich in letzter Zeit überhaupt nicht gehört. Ich bin sehr gespannt darauf, ob mir das gefällt und ob mich das begeistern kann. Es wird wohl, es gibt noch eine zweite Staffel und auch jetzt im Herbst kommt die dritte Staffel, die dann auch die letzte Staffel ist. Von daher, wenn es mich anfixt, bin ich froh, dass ich aktuell noch zwei Guthaben auf Audible habe, die ich dann sozusagen auf jeden Fall gleich mit Staffel 2 weiter füttern kann. Und ja, und das letzte Buch ist ja ein Buch, das mir der liebe Philipp zugeschickt hat vom Kanal Phil So Sophie. Ich packe seinen Kanal natürlich unten in die Infobox. Und es ist Es von Stephen King. Ja, jetzt werden sich einige fragen, hä Steffi, hast du das nicht schon gelesen? Kennst du das nicht? Ja, ich habe das tatsächlich schon gelesen. Ich glaube sogar schon zweimal in meiner frühesten Jugend. Und habe aber letztens festgestellt, als einige Leute um mich herum ein Reread gestartet haben, dass das Buch nicht mehr im Regal meiner Mutter steht. Und ja, wenn Stephen Kings irgendwie verloren geht, müssen alle Alarmglocken leuchten, denn es könnte durchaus sein, dass der Bösewicht der Geschichte sozusagen unter dem Bett auf einen wartet. Ja, es ist wohl ein Phänomen, dass gefühlt jedem mal irgendwie ein Stephen King fehlt und man ganz schnell schleunigst schauen sollte, dass man das Buch wieder beschafft. Und Phil hat dann eben, als ich diese Geschichte erzählt habe und wie sehr ich mich vor Pennywise grusle, der wahrscheinlich die Maske abnimmt und dann Ramsay Bolton ist aus Game of Thrones. Oh Gott, oh
Horrorvorstellung. Ja, der Albtraum meiner schlaflosen Nächte. Ja, hat er gesagt, er hat noch eine alte Ausgabe, die ziemlich zerlesen ist. Ob mich nicht das irgendwie stört, ansonsten würde er mir die natürlich direkt zur Verfügung stellen. Und so habe ich diese sehr coole Ausgabe, wie ich finde. Also ich verstehe gar nicht, warum immer alle so auf diese Heine-Ausgaben erpicht sind. Ich finde tatsächlich diese Ullstein-Ausgabe mega gelungen. Also dieses rote, blutunterlaufene S. Also ich finde das wirklich mega gemacht. Also es ist natürlich schon gebraucht, was mich, ihr wisst ja, überhaupt nicht stört. Und ich finde, das Buch sieht einfach gelebt aus und gelesen aus. Und ja, und ich glaube, zum Buch S muss ich auch gar nicht mehr viel sagen. Es steht nun wieder im Regal. Yippie, Pennywise ist gebannt. Und freue ich mich wirklich sehr. Und ja, vielen, vielen Dank, Phil, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Und auch vielen Dank an deine Mama, die für einen kleinen Verwirrer gesorgt hat, weil ich natürlich mit einem Paket von Philipp Nachname gerechnet habe. Und dann kam bei mir ein Paket an mit S, also mit dem S, Buchstaben S und der Nachname von Philipp. Und ich dachte schon, ist das ein Hinweis auf den Inhalt? Denn S und S ist ja, ja, ich hoffe, jeder hat es verstanden. Ich dachte schon, okay, creepy. Aber Phils Mama hat einfach einen Namen mit S vorne dran und ja, so einfach war die Auflösung. Nein, ich habe mich schon gegruselt beim Auspacken. Aber okay, vielen Dank, Phil. Und ja, es ist nun bei mir eingezogen. Und ja, ist dann auch abschließend das 26. Buch in diesem Monat. Mensch, es ist ja doch einiges zusammengekommen. Ja, vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon oder habt es noch auf dem Sub. Könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt mit diesem und natürlich auch mit dem ersten Teil ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude und ich konnte euch die Bücher ein bisschen vorstellen. Natürlich die nicht gelesenen, da muss ich natürlich jetzt selbst erstmal lesen, um euch mehr zum Inhalt zu sagen. Verfolgt da einfach die Bücherwochen und habt da einfach ein bisschen Spaß dran und ja, ich gucke mich um, ich habe nichts vergessen. Wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.